Hallo Freunde, herzlich willkommen mal wieder bei Chris Hilton, potente Gesundheitsküche. Ich zeige euch mal was, schaut euch das mal an. Wie ihr seht, war ich heute einkaufen und im Angebot waren Mini-Roma-Tomaten und Cocktail-Tomaten. So, das bedeutet, wir tun heute was für unsere Prostata-Männer. Ne? Gut für Männer. Da ist ein Stoff drin in den Tomaten, der nennt sich Lycopin. Am besten vom Körper aufgenommen und verwertet in verschiedenen Formen. Tomate roh natürlich, gekocht, konzentriert, passiert und mehrfach konzentriert. Eine Mischung aus all diesen Dingen finden wir wo? In der Tomatensuppe. Genau richtig. So, und deswegen machen wir heute Tomatensuppe. Und zwar, wie ihr seht, ihr habt ja jetzt gesehen, ich habe da ein bisschen mehr gekauft. Das werden wir nicht alles machen. Ich mache heute für euch am Ende ein Rezept, das könnt ihr dann abschreiben, ist für 4 Personen. Also 4 mal 1,5 bis 2 Teller Tomatensuppe. Was brauchen wir für 4 Personen? Für 4 Personen, genau. Wir brauchen 4 mal 250 Gramm, ergo 1 Kilogramm Tomaten. Wir brauchen 2 Becher saure Sahne, habe ich magere Sahne genommen. Ich nehme ja Milchprodukte insgesamt nicht so gerne wegen Fett und so weiter. In dem Fall gehört es aber rein. Wir nehmen pro Kilo Tomaten 500 Gramm passierte Tomaten und dazu nochmal 500 Gramm Tomatenmark. Das hier ist es doppelt konzentriert, es gibt auch dreifach konzentriertes, in der Tube zum Beispiel, könnt ihr auch benutzen. An Gewürzen brauchen wir eine Zwiebel, am Bund Petersilie, oh, ist das gut. Dann 1 bis 2 scharfe Chilis, Salz, Pfeffer, ist klar. Instant Gemüsebrühe, könnt ihr auch die aus dem Laden nehmen, ganz normal. Und Kreuzkümmel, eine Prise Kreuzkümmel, ganz wichtig. So, was wir dann noch brauchen, das brauchen wir jetzt aber nicht gleich verarbeiten, ist am Ende, nehmen wir noch ein gutes Olivenöl plus ein Basilikum. Einige Basilikumblätter, brauchen wir aber erst ganz zum Schluss. Wir fangen gleich an, geht auch furchtbar schnell. Wir nehmen die Tomaten, waschen die, ab in den Mixer, kleinhauen. Die Freunde alter Küche oder alter Kunst sozusagen können die Tomaten auch kochen, Haut abziehen und durchpassieren, um die Kerne rauszuholen, um die Schale wegzukriegen. Ich meine, bei diesen kleinen Tomaten ist diese Arbeit für die Katz. So, wir schmeißen hier also rein die Tomaten, wir schmeißen rein die Zwiebel, wir schmeißen rein den Knoblauch, wir schmeißen rein die Petersilie, wir schmeißen rein unsere Chilis und dann knallen wir das Ganze auf den Herd. Den Mixer könnt ihr ruhig mal ordentlich rattern lassen, damit es alles schön sämig wird. So Freunde, wie ihr seht, habe ich hier einen richtig großen, ordentlichen Topf gemacht. Aber keine Angst, ich schreibe euch ja am Ende nochmal auf, wie viel das ihr nehmen müsst. Die Tomaten haben jetzt ein bisschen Fahrt aufgenommen, werden langsam heiß. Das bedeutet, wir können unsere Zutaten schon mal reintun, die da wären. Passierte Tomaten, danach machen wir das Tomatenkonzentrat rein, danach packen wir die magere, saure Sahne drauf, da könnt ihr natürlich auch normale Sahne nehmen, ich nehme halt nur die 10%ige, ich kann mir leider nicht mehr leisten, so rein bauchtechnisch, der Sommer steht ja schließlich vor der Tür. So, dann machen wir was von unserer Instant-Gemüsebrühe drauf. Entweder die, die wir selber gemacht haben, oder halt eine gekaufte. Da müsst ihr halt dann schauen. Von der selber gemachten mache ich 3 Esslöffel rein. Von der gekauften sicher weniger. So, danach Kreuzkümmel. Aber da müsst ihr jetzt aufpassen, da dürft ihr nicht übertreiben, weil der ist richtig, der ist dominant, der Bursche. Dann natürlich der Pfeffer. Dann natürlich Salz, je nach Ermessen. Das Ganze rühren wir, bringen es zum Kochen. Und wenn es kocht, nehmen wir sofort Hitze raus und lassen es dann 15 bis 20 Minuten auf kleiner Hitze dahin köcheln. Und während die Tomatensuppe jetzt da 15 bis 20 Minuten vor sich hin köchelt, machen wir Schritt Nummer 2. Und zwar eine ordentliche Portion von dem Olivenöl im Mixer, in Häcksler. Da tun wir jetzt
Basilikumblätter dazu. Das Praktische dabei ist, dass wenn wir den Basilikum ein bisschen ausdünnen und die großen Blätter rausnehmen, dann wächst der auch wieder richtig schön. Jetzt geben wir da ein bisschen Gas. So Freunde, da muss ich gleich mal wieder runterregeln. Wenn ich koche, dann geht die Sonne auf. Also wenn ihr wollt, dass bei euch auch mal wieder die Sonne aufgeht, dann ladet mich ein, sagt hallo Chris, komm vorbei und koch für mich. Ich bringe sogar alles mit, was wir zum Kochen brauchen. Ne? Ich brauche nur dich und deine Küche. So, jetzt zeige ich euch mal die Tomatensuppe. Das ist zugegebenerweise eine etwas größere Portion. Oh, ne? Die hat eine schöne rote Farbe bekommen jetzt mittlerweile. Ne? Und ich lasse die jetzt runterkühlen. Und wenn die runtergekühlt ist, so kurz vorm Essen, dann gebe ich das Öl-Basilikum-Gemisch da rein, rühre es unter und dann wird serviert. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das mal nachkocht, beziehungsweise wenn ihr es mal nachgekocht habt oder einen neuen Kochtipp für mich habt, mir das sagt. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Also, hang loose, ciao!